Hallo und herzlich willkommen zurück zu Enral. Ich sehe schon was. Wir sind hier im Penthers Haus stehen geblieben zum Schluss mit der letzten Vision. Und ich habe ja gesagt, wir machen hier auf jeden Fall weiter. Auch wenn jetzt die Quest mit dem Schwursee aktualisieren sollte. Aber das will ich echt noch wissen, hatte ich hier schon reingeguckt. Und Eisenbahn. Ach ne, Eisenerz, okay. Entschuldigung, hab ich zu schnell geguckt. Das nehmen wir jetzt nicht mit. Also hier scheint ja ganz schön Action gewesen zu sein. Da ist. Ach ne, das ist bloß Licht. Okay. Korb. Gold, Leder, Lederstreifen. Nägel? Kann man immer brauchen. Hier liegen. Der Heilige Orden, ich glaube, das Buch haben wir schon. Schleppe ich das jetzt nicht nochmal mit? Haben wir dasselbe? Bücherregal. Der Heilige Orden. Aber schon ein cooles Haus, muss ich mal feststellen. Okay, und hier kommt jetzt die nächste Erinnerung. Das ist doch Irrsinn, Jael. Hörst du dir eigentlich zu? Mach das doch nicht schwerer, als es eh schon ist, verdammt! Glaubst du, uns fällt das leicht? Deine Chancen sind am besten, wenn du kooperierst. Chancen? Im besten Fall verbringe ich den Rest meines Lebens im Gefängnis, verdammt nochmal! Wer auch immer euch diesen Schwachsinn erzählt hat, lügt! Und das weißt du! Jetzt haltet ihr euer verdammtes Schandmaul! Ich zähle bis drei! Wenn ihr bis dahin dieses Buttermesser nicht fallen gelassen habt, werdet ihr es bereuen. Ja? Weil ihr mich töten werdet, richtig? Bist du denn so blind, Jael? Dieser Kerl ist kein Gardist, sondern ein Söldner. Eins. Herr, ich denke, es gibt keinen Grund. Zwei. Drei. Ah! Okay, ich denke mal, damit wissen wir, wie er gestorben ist. Wo liegt das Buttermesser? Was haben wir hier? Panik Rang 1, Schwertbeschwören Rang 2. Achso, okay, Lehrling. Noch ein Stück. Super. Ring des Feinfühligen haben wir doch auch schon. Schloss geknackt, okay. Den Hammer nehmen wir nicht mit. Puh, Truhe. Silberteller. Ich würde gerne echt wissen, wo das Buttermesser ist. Nee, Quatsch, möchte ich nicht. So, was haben wir hier? Edle Kleidung. Braucht keiner. Ist das normal? Ich glaube, das soll so sein. Gehe ich mal davon aus. Wer möchte das nicht? Ein großes Loch unter seinem Bett. Okay. Na gut, so groß ist das Loch dann doch nicht. Okay, da sind wir zumindest schon mal ein bisschen schlauer. Ich würde sagen, wir könnten erstmal rausgehen. Ja. So. Wow. Okay. Also man gibt uns Hinweise. Nachgehen. Okay. Ich glaube, wir sollen darüber. Also tun wir das doch. Oh. Aber bitte über Wasser. Ich hoffe nur, hier ist nicht irgendwelches Getier. Nein.
finden wir auch schon mal eine Truhe mit 25 Groschen drin. Ist auch nicht schlecht. So, wo ist die Höhle? Ich schätze mal, da wo das Boot in der Nähe ist. Aha, okay. Noch ein Feuer. Glimmerstaubhöhle. Okay. Lesen. Auftrag. Richtig. Und ich betone noch einmal, es gibt keinen Grund für Gewalt. Schüchtert ihn ein. Droht ihm, seiner Gefährtin. Weh zu tun in irgendetwas. Ich bin mir sicher, ihr versteht euer Handwerk und stellt sicher, dass unter keinen Umständen Kontakt zwischen Pentas und meinem Bruder zustande kommt. M. PS. Eure Bezahlung wurde am vereinbarten Ort hinterlassen. Okay, ich gehe mal davon aus, das war die Truhe, die wir gerade geplündert haben. Aha. Söldner. Ich gehe mal davon aus, das war der Söldner. Okay, der hat schon ordentlich zugehauen. Dieses Type. Absorbiert Ausdauer. Okay. Wie immer mal eine Stunde schlafen. Lauchkiste. Eigentlich ein schönes Versteck. Geht's hier noch irgendwo hin? Natürlich in die Höhle. Also ich würde hier echt schon gerne reingucken. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Obwohl wir eigentlich zurück sollen, denke ich mal. Aber wir gehen trotzdem mal kurz hier rein. Weil so viel Zeit muss sein. Das sieht aus wie eine Falle. Ja. Okay, ich hoffe nur, hier ist nicht irgendwelches Fieber. Die Pilze sehen verdächtig danach aus. Das kannst du mal was Lanz erzählen. Okay. Ich will eher mit einem Batüren ins Bett springen als mit einem Weichei wie dir. Weichei? Pass mal auf, was du sagst, sonst setzt es was. Oh, droht mir mein kleiner Kohlefreund etwa? Was willst du tun? Mich mit Wattebällchen bewerfen, bis ich mich entschuldige? Okay. Machen das mal, versuchen das mal auf die Hinterlistige. Okay, das war schlecht. Stirb, du Schlampe! Hey! Ich hab einen Namen. Und der ist nicht Schlampe, du. Schlampe. Entschuldigung. Irgendwas besser? Nee. Gut. War noch einer. Ach, okay, der ist schon tot. Den haben wir schon zermürbt. Genau, weil ich das Essen gerade sehe. Ja. Man muss ja nicht immer das Fieber in die Höhe treiben. Sondern kann ja ruhig mal zum Beispiel eine Brezel oder einen Eintopf essen. Und einen Pilz. Das sieht doch echt verdammt nach Fieber. Ja. Ich wusste es.
Ja, ich weiß, mein Fieber hat sich gerade verschlimmert. Das sind also die Pilzsporen, okay. Gutes Versteck, wenn man sich Magier vom Hals halten will. Okay, hier gibt's Feuer. Was ist das? Kappe. Papierrolle? Was haben die hier versucht? Ich sehe es doch genau, da sind Tränke drin und ich komme nicht ran. Ach Mann, das ist doch Misty. Fass leer. Was haben wir hier noch? Oh, Brot ist immer gut. Flussheimer Honigwein. Den nehmen wir auch glatt mit. Und ein paar Erdäppel. Öffnen. Ja, das heben wir uns mal für gleich auf. Jetzt auch hier schon mal richtig rumgucken. Da war noch eine Kiste. Eisenerz. Wie voll sind wir eigentlich? Na gut, okay, da ist noch Platz. Soll das da echt schon wieder rausgehen? Nee. Da liegt noch Parieren. Kleiner Rucksack. Hier liegen erstmal überall Dietriche rum. Warum ist in diesen Kisten nichts drin? Das finde ich nicht schön. Sowas. Kohle. Chemietisch. Ein paar Sporen. Federkohle. Hm. Gehen wir davon aus, dass wir das nicht brauchen. Das Salz nehme ich aber mit. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder raus. Hier ist ja eh nichts mehr. Halt auf der Seite war nichts. Nee, gut. Nichts außer Fieber. Fieber brauchen wir nicht, Fieber haben wir selber eh noch. Ich denke mal, der Pfeil... Was, toter Abenteurer? Echt jetzt? Bin der vorbeigerannt? Oh, nicht schlecht. So, also wir haben den Söldner, wir haben die verschiedenen Visionen. Jetzt bleibt eigentlich nur noch, wo sie sich umgebracht hat. Ich denke mal, die Stelle wird wohl jetzt kommen. Also ich gehe mal davon aus, dass der Bürgermeister damit was zu tun hat oder diese Martha. Oh, sein Bruder? Das ist ja auch lustig. Hallo. Und? Habt ihr was gefunden? Hm, wenn du wüsstest. Ihr seid ein Lügner, Meldor. Und ein Mörder. Einiges sogar. Zum Beispiel, dass ihr eine Liebschaft mit der Gefährtin eures eigenen Bruders hattet. Und den Tod von Pentas und seiner Familie angeordnet habt. Den Auftrag zeigen. Vielleicht könnt ihr mir erklären, was das zu bedeuten hat. Hm, direkt, subtil oder hinterlistig? Ich bin hinterlistig. Was? Oh verdammt. Ich wollte nie, dass jemand zu Schaden kommt. Das müsst ihr mir glauben. Diese ganze Sache ist einfach aus dem Ruder gelaufen. Erklärt euch. Niemand sollte zu Schaden kommen. Deshalb habt ihr auch einen Auftragsmörder angeheuert, schätze ich. Wieder total falsche Betonung, entschuldigt das bitte. Angeheuert, schätze ich. Nein, ich wusste nicht, dass er ein Assassine war. Yuga, sie hat ihn nie geliebt, wisst ihr? Der einzige Grund, dass sie seine Gefährtin geblieben ist, war ihre Wegestreue und weil... eine Trennung für ihn einen totalen Gesichtsverlust im Dorf bedeutet hätte.
Und mit ihr anzubändeln war sicherlich der beste Weg, um die Situation zum Guten zu wenden? Nein, sie hat das angefangen, nicht ich. Ich meine, ja, ich bin darauf eingegangen, aber... Oh, bei Malfas, das ist alles so verdammt falsch gelaufen. Und zwar richtig falsch. Und lasst mich raten, niemand hätte es gemerkt, wenn Penthas euch beide nicht zusammen beobachtet hätte. Ja, wir trafen uns immer in der Nacht kurz vor Dämmerung am Strand. Penthas wollte vermutlich gerade seinen Kutter aufs Meer fahren und hat uns gesehen. Ich meine, er hat zwar so getan, als hätte er nichts bemerkt, aber das hat er, da bin ich mir ganz sicher. Er hatte nie vor, jemandem davon zu erzählen. Ich habe es gesehen, in einer meiner Visionen. Ja, das habe ich Mathilda auch gesagt, aber sie hatte solche Angst, könnt ihr das nicht verstehen, dass jetzt alles zusammenbricht. Ihr Leben, ihre Wegestreue, einfach alles. Warum habt ihr Yuga nicht davon erzählt? Vielleicht hätte er euch verziehen. Und weil Mathilda Angst hatte, habt ihr keine andere Lösung gesehen, als den Fischer zu beseitigen? Nein, nein, ich meine ja, ich habe diesen Kerl angeheuert und ihm die Lage geschildert, aber er sollte Penthas doch nur bedrohen, ihn zum Schweigen bringen und nicht, verdammt nochmal, nicht umbringen. Bitte, Madame, ihr müsst mir glauben. Diese Krankheit von Mathilda, diese Stimme, sie sind Malfas Strafe für das, was wir diesem armen Mann angetan haben. Sie wird nicht mehr aufwachen, das spüre ich tief in mir. Und wenn ihr Yuga jetzt auch noch die Wahrheit erzählt, dann erreicht ihr damit rein gar nichts, als dass ihr einen ohnehin schon gebrochenen Mann noch weiter presst. Bist du dir so sicher? Na schön, ich lasse euch laufen, aber ich tue das für Yuga. Wenn er schon seine Gefährtin verliert, dann soll er sie nicht so in Erinnerung behalten. Wenn ihr mein Schweigen wollt, solltet ihr sicherstellen, dass es sich für mich auch lohnt. Nein, ihr werdet für das gerade stehen, was ihr getan habt. Was? Nein, das dürft ihr nicht tun, bitte. Ich bereue es doch. Was wollt ihr denn noch mehr? Ich will, dass ihr verdammt nochmal Sühne leistet. Für Penthas. Für seine Frau und für euer eigenes... Was für euer... Für eure eigene... Ehrlosigkeit. Nein, verzeiht mir. Aber das kann ich nicht zulassen. Ich werde... Was zum... Autsch. Okay. Also ich denke mal, das wäre sowieso passiert. Egal, ob wir ihn hätten laufen lassen oder nicht. Ich gehe mal stark davon aus. Was machen wir jetzt mit Yuga? Ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück. Quatsch. Nee, doch, war richtig. Wo bin ich hier verdammt nochmal? War das der Weg? Nee. Hier sind wir auch vorbeigekommen. Okay, also doch schon wieder Betrug und sowas, also alles mit dabei gewesen jetzt. Vor allem sein eigener Bruder. Entschuldigung. Und gleich nochmal, weil es so schön war. Haben wir den schon? Ja.
mal gespannt, ob wir reinkommen zu Yuga. Aber ich würde sagen, das können wir uns eigentlich auch für die nächste Folge aufheben. Also sage ich mal, bis dahin. Jetzt habe ich gerade einen Faden komplett verloren, aber ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.